So, irgendwas richtig Großes hat hier gerade auf Erbsenbrei gebissen. Also ich vermute, dass es keine Brasse ist. Ich weiß aber nicht, was sonst noch auf Erbsenbrei beißt. Kann es mir nicht vorstellen. Mal hier. Was glaubt ihr, was es ist? Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Auf Erbsenbrei. Ich habe da früher nur Brassen mitgefangen. Also keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Der ist richtig in der Bremse hier. Kann man eine höher noch machen. Dass wir den vielleicht ein bisschen schneller müde kriegen. Also entweder ist das eine super Trophy-Brasse oder ich habe keinen Plan. Keinen Plan, was das ist. Kein Plan. Der schwimmt hier auch richtig weit weg. Also ich glaube nicht, dass das eine Brasse ist. Also nennen wir das aber eine Monsterbrasse. Was könnte das sein? Aber Karpfen, seit wann gehen denn Karpfen auf Erbsenbrei? Das wäre mir völlig neu. Ich weiß nicht, ob Marmorkarpfen auf Erbsenbrei geht. Könnte natürlich jetzt auch ein Marmorkarpfen sein, aber. Mensch, ich bin jetzt richtig gespannt hier. Der zieht hier auch komplett nach links, ey. Ist das eine Super-Trophy-Brasse? Meine zweite Super-Trophy? Oder was ist das? Sind wir hier hinten fast komplett in der Ecke? Ich hoffe, der schwimmt hier nicht nochmal einmal rum. Ich gehe schon mal ein bisschen hinterher hier. Ich sehe es auch noch nicht. Also wenn es was Schwarzes ist, dann wird es wahrscheinlich Marmorkarpfen sein. Das ist keine Brasse, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich gehe mal weiter hinterher, weil irgendwie scheint er jetzt gleich wegzuschwimmen. Ein Wels kann es eigentlich auch nicht sein. Muss gucken, dass ich den da drüben irgendwie abfange. Wenn ich ehrlich bin, sonst muss ich den ja hier hochziehen. Nee, ist auch blöd. Ich muss versuchen, da jetzt irgendwie hinterher zu kommen. Bloß nicht sprinten hier. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Also ich habe hier, ich weiß gar nicht, das Fluorophorfach. Mal kurz gucken. Das ist ein 13,8er, also das kann keine Brasse sein. Aber Erbsenbrei, ja, na mal schauen. Lass uns mal überraschen, was jetzt hier auf Erbsenbrei gebissen hat. Ein bisschen zum Ufer. Also früher am großen Strom, gut, da gibt es ja keine Marmorkarpfen, aber da hat nie sowas auf Erbsenbrei gebissen hier. Man könnte natürlich auch ein Aaland sein. Richtig großer Aaland. Jetzt sind wir schön am Ufer. Boah, ich krieg den nicht gebremst, ne? Können wir gleich weiterlaufen. Können wir gleich weiterlaufen. Ich sehe ihn auch noch nicht. Aber wir sind hier auf jeden Fall dicht bei. Gucken, wo der jetzt hinschwimmt. Nicht, dass ich jetzt hier einen Stör oder so was dran habe. Jetzt schwimmt er wieder zurück. In die Höhe können wir noch gehen. Also so schwimmt normal keine Brasse, das kann nicht sein. Und gleich weiterlaufen. Auch selbst ein Aaland hätte, glaube ich, schon längst aufgegeben. Ich habe jetzt ja hier nur kein Mini-Vorfach drauf. Ein Wels ist es auch nicht, der wird sich auch anders verhalten. Ich denke wirklich, dass das ein Marmorkarpfen ist oder sowas.
Die scheinen ja auch echt auf alles zu beißen. Kaffee trinken. Na, bloß nicht ausschlitzen lassen hier. Wir wollen schließlich wissen, was das ist. Und hier wieder nach rechts. Also Regenwurmboili kann ich ja noch verstehen, wenn da ein Marmor beißt, aber Erbsenbrei? Mal gut, Erbse, ne, klar, Erbse ist ja Karpfenköder. Vielleicht hat dem das einfach jetzt gerade mal geschmeckt. Ach so, und die Brasse hätte auch schon, selbst die Supertrophy hätte schon längst aufgegeben, denke ich. Wann der müde wird hier. Jetzt dreht er richtig durch. Gut, dass wir mitgelaufen sind. Also ich stand jetzt ganz normal an der Brassenstelle. Dann kam auf einmal dieser Biss. Ich glaube, da werden wir jetzt eine Weile unterwegs sein hier. Ja, die müssen jetzt erstmal müde werden lassen. Kommt er mir wieder entgegen? Wenn das eine super Trophy ist, dann gibt es im nächsten Stream auf jeden Fall nochmal einen Tanz.
Ja, vielleicht sehen wir jetzt gleich was. Er scheint hier ziemlich dicht zu sein. Dann zieht er wieder weg. Ich glaube, wir können ja aber stehen bleiben. Ich glaube nicht, dass der wieder zurückschwimmt da um die Kurve rum. Dann gehe ich mal nicht aus. Ich schwimme jetzt nicht um die Kurve rum. Boah. Geht's hier gleich wieder den Berg hoch? Zieht er wieder richtig ab. Unglaublich. Ich glaube, der schwimmt wirklich wieder zurück. Ja, da kann man mit der Sabre nicht viel machen, wenn hier so ein Riese beißt.
Boah. Ich glaube, wir können gleich wieder zurücklaufen. Der jetzt wirklich da hinten rumschwimmt. Dann sollten wir uns langsam wieder auf den Weg machen zu den anderen Routen. Soll ich den Berg wieder hoch hier, aber ich warte mal noch. Vielleicht überlegt er sich auch gleich nochmal anders. Oder ist er doch schon müde? Oder kommt einfach jetzt gerade nur meine Richtung geschwommen? Der ist dann müde. Jetzt bin ich mal gespannt, was das ist. Bestimmt so ein 10-15 Kilo Marmorkarpfen, der einfach mal Lust auf Erbsenbrei hatte. Was anderes kann ich mir jetzt, um ehrlich zu sein, jetzt nicht vorstellen. Ja, das scheint wirklich müde zu sein. Dann zoomen wir mal ran und gucken mal, was das denn letztendlich ist. Wenn es was dunkel-schwarzes ist und runder Kopf und so, ziemlich bullig, lang, dann ist es auf jeden Fall ein Marmorkarpfen. So, Überraschung, Überraschung, was ist es? Was ist das denn? Wildkarpfen oder was? Was ist das denn? Ist doch eine Brasse? Hä? Aus wie ein Wildkarpfen. Ja, die roten Flossen. Wirklich aus wie ein Wildkarpfen. Ja. Ja, ist ein Wildkarpfen. Oh Mann. Ein kleiner. 8 Kilo. Der macht so ein Radau. Oh Mann. Ja, war auf jeden Fall spannend. Er hat jetzt wirklich gedacht, dass das eine Brasse ist. Am Anfang jedenfalls. Aber als er dann natürlich so stark gekämpft hat. Es ist bloß ein 8 Kilo Wildkarpfen. Naja, gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Auf jeden Fall mal ganz interessant, was hier noch so auf Erbsenbrei beißt. Gucken wir mal gerade, was noch an den anderen Routen. Aber gut, das soll es dann erstmal gewesen sein. Und dann bis zur nächsten Folge. Euer Underwaterfink. Tschüss.